zusammen. Wir reisen in die Welt der Analysis und zwar schauen wir uns eine Sache an, die oft Anwendung hat, auch in Beweisen, was zu tun hat, was mit Erfolgen und mit deren Grenzwert. Okay? Und zwar ist es die Monotonie des Limes. So, die Monotonie des Limes, was genau heißt das? Naja, das heißt, wir haben zwei Folgen a n b n, die konvergieren und irgendwann, also es gibt ein n0, sodass ab dem n0 bn größer gleich an ist. Naja, wenn das so ist, dann ist auch der Grenzwert von bn größer gleich an. Das ist an sich ziemlich klar. Die Frage ist nur, warum ist das so? Okay, also beweisen wir das mal. So, an bn konvergieren, das heißt, wir geben den Grenzwerten mal einen Namen. Okay, also wir bezeichnen den Limes von an, den definieren wir als a, und den Limes von bn, den definieren wir als b. Okay? Und wir machen das jetzt so, wir nehmen mal an, dass a größer ist als b und bringen das zu einem Widerspruch. Okay? Wir bringen das zu einem Widerspruch. Oder beziehungsweise wir zeigen, wenn a größer ist als b, dann ist auch an größer als bn, was ja äquivalent zu dieser Aussage ist. Okay? Also angenommen, a ist größer als b. So, an und bn konvergieren. Das heißt, per Definition gibt es für jedes Epsilon größer 0 ein Groß n, sodass für alle Folgenglieder danach an minus a in so einem Epsilon-Schloch ist. Das heißt, an ist zwischen a minus Epsilon und a plus Epsilon per Definition. Bn ist dann zwischen b minus Epsilon und b plus Epsilon. Okay? Und wir schauen uns jetzt mal ein konkretes Epsilon an. So, wir setzen Epsilon auf a minus b halbe. Naja, a ist größer als b, also ist a minus b positiv. Durch 2 bleibt positiv. Okay? So, da an und bn konvergieren, existieren oder existiert zu diesem Epsilon. Okay? Also es gibt ein Groß n. N ist größer gleich n0. Okay? Sodass für alle n, klein n, größer gleich n, ist größer gleich n0 ist, gilt, so an ist zwischen a minus Epsilon und a plus Epsilon und bn ist zwischen b minus Epsilon und b plus Epsilon. Okay? Das ist einfach nur die Definition von Konvergenz, sonst gar nichts. Okay? So, jetzt schauen wir uns das aber mal ein bisschen genauer an. Okay? So gilt für alle n größer gleich n, was ja größer gleich n0 ist. So, an ist ja größer als a minus Epsilon. So, Epsilon setzen wir mal ein, ist ja a minus b halbe. So, jetzt bringe ich das auf einen Bruch. Ich erweitere das um 2. Dann habe ich 2 minus a minus minus macht b, also habe ich a plus b. Halb. Okay, so. Das ist aber dasselbe wie 2b. Wie 2b plus a minus b durch 2. Okay, so jetzt splitte ich das wieder auf. Dann habe ich hier b plus a minus b halbe. Und a minus b halbe ist ja mein Epsilon, also habe ich hier b
plus Epsilon. Und B plus Epsilon ist größer als Bn. Also ist An größer Bn, und zwar für alle kleinen n, größer gleich n, größer gleich n0. Das ist aber ein Widerspruch zu unserer Voraussetzung. Okay? Das ist hier ein Widerspruch. Beziehungsweise, wenn A größer als B ist, dann ist auch An größer Bn. Das ist äquivalent zu dieser Aussage. Okay, dann bin ich mit dem Beweis auch zu Ende. Wir haben das jetzt gezeigt, dass die Monotonie des Limes auch wirklich stimmt. Sie stimmt auch wirklich. Ich setze auch einen Punkt. Ich hoffe, dass es klar geworden ist, jeder einzelne Schritt. Das ist wirklich nicht schwer. Das ist ziemlich einfach. Man muss nur mit den Definitionen ein bisschen umgehen. Ansonsten hoffe ich, dass das was gebracht hat, dass das auch klar geworden ist. Es gilt natürlich nicht auswendig lernen, sondern verstehen. Okay. Ansonsten vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.